Nur, ich glaube, ich habe die Schlucht erreicht. Sieht aus wie auf Sihuls Zeichnung. Alles in 3D-Ersteller. Hier. Und dann kann ich mal gucken, ob meine Sachen da irgendwie reinpassen. Ich werde nach dem Augendorn suchen. An sich eine schöne Wohnung. Eine RDA-Anlage. Ruhig hier. Keine RDA zu sehen. Glaubst du, Sihul ist drin? Wir werden es rausfinden. Genau. Come in and find out. Vielleicht ist er verzweifelt. Kein echter Navi würde sich mit Metall umgeben. Merkwürdig. Oh, ich ahne was. Denkt er, er hat so ein Heilmittel, was er da versprühen kann und bewirkt genau das Gegenteil. Ich hoffe, ich habe keinen der anderen Chat-Teilnehmer verscheucht. Plötzlich nur noch ich am Quatschen. Nee, alles gut. Kein Problem. Kein Problem. Das sind die Mods, die sind im Hintergrund, sind die noch da. Denke ich. Ne, doch, nochmal schon. Da, siehst du, Cottbus ist auch noch da. Da sitzt er. Digga, was machst du? Nein, nein. Das doch. Kann nicht sein. Doch, sieh doch. Dir den oh, cool. Direkt eine Ohrfeige. Oh, Batsch. Oh. Okay, es ist nicht, wonach es aussieht. Ich wollte den Yahweh erforschen. Hast nicht an dir rumgespielt? Mein Mentor Sihul hat das meiste gefunden. Ich wollte seine Arbeit fortsetzen. Jetzt ist er tot. Sihul ist tot? Ich wollte ihn um Hilfe bitten. Oh, der Herr Cottbus hat gar kein Abo mehr, sehe ich. Nachdem Anufi solche Angst vor mir hatte. Anufi? Ich bin voll mit Schuld. Sihul hat immer an ihre Unschuld geglaubt. Nach dem, was passiert ist mit, meinen Leuten. Und FC25 oder Fortnite. Wenn er recht hatte. Frag für einen Freund. Also FC auf gar keinen Fall? Ich weiß nicht. Auf gar keinen Fall? Fortnite habe ich gestern tatsächlich überlegt, aber dann... Andere wieder unterweisen. So wie mich. Hat nicht geklappt, sagen wir so. Sicher, dass der Yahweh Geheimnisse der viel Sarantu Müll im Kopf verhüllte. Passiert am Wochenende. Entdeckt die Freitag, Wahrheit, Samstag und Sonntag. Die Wahrheit? Und dann habe ich es gelassen. Was mit meinem Clan passierte? Dann habe ich es gelassen. Was Anufi tat? Oder auch nicht? Aber ja, Fortnite sollten wir wirklich mal wieder machen. Etwas gesucht, was uns im Yahweh das muss ja aber in Stimmung kann. Sein, weißt du? Das ist seine blöd, Arbeit wenn ich da, steckt da drin. Ich miese Tage rein. Hinter mir habe. Und der Yahweh ist das auch bringt ja dort. Nicht viel. Vielleicht. Dann rege ich mich nur auf und hab da keinen Bock mehr und so. Helfen, hineinzugelangen? Aber sollten wir wirklich mal wieder einen Angriff nehmen? Ey, die Mission gleicht später ein bisschen einem Labyrinth. Hin, her, rüber, runter, gar nichts anstrengend. Oh nein! Oh nein, ich verlaufe mich doch so schnell. Ja, mit Maverick und Zeus. Ja, klar. Ich denke mal, die sind noch dauerhaft am Fortniten. Könnte ich mir vorstellen. Ja, klar. So. Aber ja, Cottbus, noch hast du bis zu 30% auf den Sub. Also. So günstig kannst du mich nie wieder unterstützen. Oh, das schaffe ich doch, oder? Geht das? Ah, ist nur langsamer. Achtung, elektrische Störung entdeckt. Attention, attention. Hier sind zu viele Menschen. Ich denke, ich kann den Yahweh von hier aus auslösen. Der Generator ist mit der Lüftung verbunden. Braucht aber Ersatzteile. Oh, ihr wisst, dass Himmelsmenschen in oh, der ja. Nähe sind. Und du meinst, wenn wir höflich genug fragen, helfen sie uns? Ah, vielleicht halt. Schleicht ihr rein. Ich nehme meine sie schöne Merchandise-Tasse. Alles über den Yahweh verraten. Vielleicht kann ich damit ja ein paar Häufe antreiben. Weiß ich.
Okay, wollen wir hoffen, dass es bei mir diese nicht auch abstürzt? Anlage ist riesig. Typisch RDA. Oh ja. Warum nur ein bisschen eklig, wenn man stattdessen super eklig sein kann? Das sind ja Ganoven. Checken wir mal die Lage. Da ist noch jemand. Wenn du den Generator und die Ablaufrohre zerstörst, wird der Druck zu hoch für das System. Das erinnert mich an meine Unizeit. Hast du in deiner Unizeit Druck gehabt? Verstehe ich das richtig? Oh, damn. Das riecht nach Ärger. Das riecht mächtig nach Ärger. Auch bisher hatten wir nicht die gleichen Absturzstellen. Inzwischen ist mein Spiel auch endlich gefixt und ist seitdem nicht mehr abgestürzt. Ah, guck. So, meins stürzt ja gerne nochmal ab hier. Alle Waffen müssen am Lichtende vom Quartiermeister geprüft werden. Ich habe so das Gefühl, hier ist nicht viel mit Schleichen. Du kannst auch schleichen und nur das Teil holen und gehen. Ja, sowas in der Art hatte ich mir vorgestellt. Da. Geh weg. Oh. Ach, guck mal, da kann ich auch Dinge tun. Warte mal. Nee, nicht du. Geh weg. Gefährliches Wetter da draußen. Bleib wach. Pass auf euch auf. Hast du das gemerkt? Also ich habe ein ziemlich ungutes Gefühl. Achtung an das Personal. Es wurden Navi-Hinterhalte in dieser Region gemeldet. Oh. Bleib wachsam. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell, schnell, schnell. Uiuiuiui. Wenn du eine Wache tötest, versuche es so zu gestalten, dass die Leiche irgendwo liegen bleibt, wo kein anderer von der RDA sie findet, damit kein Alarm ausgelöst wird. Ja. Das hoffe ich. Aber hier ist zu, ne? Ja. War klar. So, was ist mit dir, Sniper-Junge? Okay. Oh, da hinten ist auch noch. Gehen wir mal dahin. Das scheint ein bisschen näher zu sein. Boah, da sind viele Dinge, die ich da dingsen muss. Ich will einfach nur nach Zürich zu den Kasern.
Er hat einen Feind gesichtet. Gott, oh Gott, Alter. Wenn du dadurch besser schlafen kannst, okay. Ah, oh, komm, Digga. Nein, okay, dann doch nicht. Hier lang. Was ist hier? Nix. Gut, gut, gut. Warte mal. Ein Licht steht für das, was du brauchst. Die anderen für das, was du machen musst, um die Basis zu zerstören. Ja, aber welches Licht? Sagen sie nicht. Wo gehst du hin? Dahin. Nur weil wir schönes Wetter haben, dürfen wir nicht achtlos werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach mir gleich in die Hose. Oh Gott, Alter. Oh Gott, oh Gott. Nein, ich wurde entdeckt. Verdammt. Schnell. Oh Gott. Es herrscht heute eine hohe Luftfeuchtigkeit. Bitte lasst eure Uniformen, wenn ihr zurückkehrt. Verzieh dich! Du verziehst dich, Digga. Ich kümmere mich um das hier. Oh, verdammt, ich muss hier noch ausschalten. Damit ich da nicht vergast werde. Scheiße. Oh, Scheiße. Jeder kriegt mich nicht. Gott, hab ich erschrocken gerade. Wasser. Ach, tröste dich. Bei mir hat es auch recht lange gebraucht, bis ich beim Schleichen nicht mehr erwischt wurde. Ja, das ist voll schwer. Das ist echt schwer. Komm schon raus! Wo schalte ich denn das Gas aus? So weit weg kann doch nicht sein. Ah, hier. Gucken wir mal. Da unten. Bleib weg, bleib weg. Okay. Okay. Ich geh mal außen rum. Es muss irgendwo sein. Schnell. Schnell, wir müssen weiter. Suche das Gebiet ab! Verstanden. Noch immer keine Ergebnisse hier. Wow, das war gut. Das war gut. Okay. Suche
Und Scheiß wirst du. Boah, sind das vier Teile, die ich ausschalten muss. Guck mal, hier ist schon das nächste. Irgendwo hier in der Nähe. Oh. Okay. Was ist was? Komm, gehen wir mal dahin. Ist ja auch höher auf jeden Fall. Da sieht es mir noch ein bisschen zu wild aus. Wir gehen mal gucken. Meinst du links? Oh, da ist Stimmung. Da ist Stimmung. Ach, das ist so cool. Oh, cool. Jetzt gehen wir mal schauen hier. Ja, hier ist ziemlich wild. Das könnte interessant werden. Verdammt, Alter. Da ist Stimmung. Oh, nicht runterfallen. So, Blickrichtungen. Okay. Oh, noch jemand. Schnell. Nein, heilen. Oh. Renn hin und zieh durch, dann ist es geschafft. Jawollo. Klar, deutlich angekommen. Fremdschleif 3 ist Starter. Easy. Der ist aber schon schwer gemacht. Was positiv ist. Ist gut gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du bist zurück? Hast du es? Ja. Alles in Ordnung? Ja. Klar. Natürlich. Du bist unversehrt. Hoffentlich war es kein Problem? Nö, alles gut. So, Generatorraum. War das dieser, jener, welche? Warum willst du schon wieder, dass ich... Aber erstmal hier. Fachmännisch repariert. So, zack, zack, zack. Oh. Zack, 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 zack. Ja, die Tür ist aufgegangen. Er zieht nicht ab? Merkwürdige Maschinen. Wie laufen die? Das war nur für den Strom. Oh, wenn du das sagst. Was passiert jetzt? Der sollte die Ventilation antreiben. Die Ventilation? Was für ein sonderbares Wort. Was ist es? Sie setzt den Javel frei. Sieh einfach zu. Gut. Was jetzt? Einfach hier sollte gucken. Irgendwo ein Bedienfeld sein. Oder? Ja, hier. So, Achtung, Überhitzung festgestellt. Temperatursenkung empfohlen. Jetzt gut konzentrieren. Okay, scheiße. Im akzeptablen Bereich.
Ist ja genau mein Ding. Konzentrieren und so. Ich muss mehr Lüfter öffnen. Hä? Dann sollte es klappen. Hier haben wir noch was. Na? Achtung, Überhitzung festgestellt. Temperatursenkung empfohlen. Kann ich hier schon? Nee, okay. Muss ich da rüber? Aber anders. Nämlich hier lang. Dann da runter ins Wasser. So, dann hier. So, zack, 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 zack. Halt. Entlüftung abgeschlossen. Luftqualitätswerte sind im akzeptablen Bereich. Okay. Und jetzt wohl hier Kiste. Ja, da ist was. Zwar da drin. Mal gucken, wie wir da reinkommen. Ist noch zu. Komme ich da ran? Ja. Achtung, Überhitzung festgestellt. Temperatursenkung empfohlen. Mach auf. Macht er nicht. Aha, kann ich hier vielleicht. Ja, kann ich. Im Sinne, von wo gehst du hin? Wo warst du schon? Aha. Ich ahne, was du meinst. Gut, das Ding läuft ja schon. Grüner wird's nicht. Zu weit. Da ist ein Ver- Ah, hier. Oh, Strom. Okay. Das ist auch Strom im Wasser. Ah. Kann ich nicht einfach. So machen. Dann kann ich nämlich hier durch. Und. Hey. Was? Hilfe! Okay, zurück. Nein. Jetzt sag nicht, ich muss es alles normal machen. Achtung, Überhitzung festgestellt. Temperatursenkung empfohlen. Oh, Alter, seid ihr des Wahnsinns. Wie komme ich denn an das Scheißding dran? Oder oben geht's irgendwie durch. Ah, was haben wir denn hier? Nix, komme ich nicht dran. Durchboxen, ne. Oh, Leute. Macht doch sowas nicht mit mir. Okay, warte mal. Jetzt komme ich hier rein. Und jetzt komme ich auch hier hin. Ja, gleich. Geht um Zeit.
So, genau, hier war ich doch vorhin auch schon. Oh, verdammt, Alter. Da hinten muss ich irgendwo hin. Das kann ich jetzt nicht starten. Irgendwo da. Komme ich hier durch? Nein, ne? Immer noch keine Tür. Oh, Alter. Na, da komme ich ja vorhin her. Ja, 15 Sekunden. Das wird jetzt schon mal nix. 7. Okay, ich will mal kurz gucken, ob sich das hier komplett wieder abschaltet. Was ja nicht sein kann, ne? Naja, so, trinken. Ah. Hätte ja auch die Tasse nehmen können, ne? So. Das ist jetzt gerade alles deaktiviert. Wie komme ich da hinten hin? Okay, müssen wir mal gucken. Na, hier war ja nichts, ne? Irgendwie Durchgang? Ne. Dann hier lang, da lang. Ist sogar alles grün. Und hier kann ich hier... Ah, das war das. Lass mal hier weitergehen. Auch wenn ich hier anscheinend schon war. Ja, war ich schon. Haben wir noch eine Kiste. So, komme ich hier irgendwo hoch? Nee, hier nicht. Okay. Kopf gestoßen. Da war ja auch nichts, ne. Okay, dann gehen wir nochmal da rein. Das ist wieder das Stück hier. Okay. Ja, da muss ich hin. Aber wie? Guck mal, da sind Dinge. Oh, reicht das? Alter. Geht es die Tür auf? Nein. Okay. Dann gehen wir nochmal da durch. Hier ist nach wie vor alles zu. Das heißt, wir können nur hier lang. Jo, das haben wir ja vorhin schon gestartet. Den Weg hätten wir uns sparen können. Hier komme ich aber nicht durch, ne. Dafür hier. Höher komme ich aber nicht. Okay. Hier fehlt noch eins. Das muss doch hier sein, ne? Hoppala. Digga, ich bin so nah dran. Kann man da tauchen? Ja, kann man. Aha! Wir kommen der Sache schon näher. Schnell. Zeit läuft. Jo, immerhin. Akzeptabel ist besser wie schlecht. Good work, danke dir. Okay, können wir ja hier jetzt mal hoch. Mal die Lage checken. Boom. Okay.
Oh, andere Seite vom Gitter. Wo bin ich? Oh Gott. What the? Das Ding gerade. Ha! Puh. Drunter wäre auch ein Schacht gewesen. Okay. Was flackert das so? Willst du schon wieder abstürzen, du doofes Spiel? Da siehst du, das ist geflackert. Ist nicht gut. Okay, gut. So. Hacke dich in das Lüftungssystem des Forschungsraums des Analysezentrums Bravo in Steinkastgarten. Da. Immer noch zu. Digga. Ist hier jetzt die Tür offen? Wenigstens. Hey, die ist zugestellt. Ah, verdammt. Hat sich irgendwas geöffnet? Die war vorhin auch schon offen. Aber... vielleicht geht's ja noch weiter irgendwo. Na? Nicht so wirklich. Von da sind wir vorhin gekommen. Und dahin sind wir gegangen. Uiuiui. Okay, warte mal. Vielleicht ist hier jetzt irgendwo eine andere Tür offen. Nämlich die da. Nein! Alter, aus dem Irrgarten. Ja, ja, absolut. Übel. Ja, durch die Wand geht's nicht. Okay, okay. Ich erinnere mich leider gerade nicht daran, was fehlt. Ja gut, da auf der anderen Seite sind noch Leitungen nicht fertig. Das werde ich wohl tun müssen. Das war das Geschwimme da rein, ne? War da noch was? Nee, ne? Ne, hier ist alles grün. Da geht's nicht hoch, auch wenn es so aussieht. Hä? Ja, bin ich wieder hier. Hat sich gelohnt. Wieder Kopf gestoßen. Die ist immer noch zu. Guck mal, da muss ich ran, da muss ich ran. Ich habe nur nicht verstanden, wie. Na komm, dann gehen wir noch mal darüber. Hoppala. Und da muss es ja dann irgendwie weitergehen. Wenn ich ja hier schon Dinge gelöst habe.
Das war das, wo ich reingekommen bin. Das war das, wo ich durch bin. Das ist auch alles grün, alles schick. Da kam ich raus, um hier hinzukommen. Damit habe ich... Naja. Und da ging es ja nicht weiter, ne? Ich probiere es trotzdem mal. Ja, da war ja nichts. Und hier war die Kiste und dann der Zaun. Nee. Das ist falsch. Schau vielleicht noch mal nach. Zu dem Lüfter. Und nicht. Einen anderen Weg gab es hier nicht, ne? Nur den. Im Schacht. Oh, halt. Da muss ich hin. Der da. Ah, man kann ja auch nach unten. Ach ja. Guck mal hier. Ach, Looper, du bist meine Rettung. Dich nehme ich in mein Testament auf. Das meinte ich vorhin mit, man kann auch nach unten. Ach so. Ach so. Ich dachte, du meinst da im Wasser planschen. Ja, es ist alles hier. Ich wusste es. Okay, mal sehen. Das hat er damit gemischt. Ich denke, dieser hatte Spartanblätter. Immer noch benutzen. Sieht wirklich so aus. Spartanische Blätter. Wenn sie schlecht werden, riechen sie sauer. Aber wir wollen keine schlechten. Wispernder Bogen. Oder auch flüsternder Bogen genannt. Also ich glaube, er hat Tee daraus gemacht. Ja, das ergibt Sinn. Mit Augendorn. Das könnte klappen. Was ist das? TAP Con 1? Keine Ahnung. Irgendetwas von Siul. Aber das Symbol. Schätze, sieht irgendwie ganz hübsch aus. Hier gibt es noch mehr davon. Noch mehr? Klingt nicht so begeistert, Looper. Das ergibt keinen Sinn. Ich muss sie finden. Alle im Yahweh. Aber eine Sekunde. Warte. Da. Geschafft. Genug für einen. Nimm du es. Du sollst wissen, was mit deinem Volk passiert ist. Hoffentlich klappt das. Siul hatte immer recht. Du kannst jetzt gefahrlos in den Yahweh gehen. Ich bin mir das sicher. Das Gruselige war cool das gemacht. Das THP-Symbol. Aber ich fand sie auch traurig. Weißt du, wo du es gesehen hast? Ah, da ja, hast du schon mal was im erwähnt. Flachland. Ein großer Fels. Umgestürzte Bäume von Metallflügeln verletzt. Viel Glück. Ich glaube an dich.